Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Gold. Ich bin damals Selim Şimşek und ich bin gerade in meinen Geschäften und die ganzen kleinen Kitten hier vom Laden sind gerade am Spielen und das wollte ich dann auch gerne mit euch teilen. Ich fange dann hier sofort an, ich drehe mal die Kamera, weil so eine kleinen Kitten werden auch schnell müde und wenn die gerade alle schön miteinander spielen, das ist auch immer ein sehr, sehr schöner Anblick und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Ne? Ich drehe mal die Kamera und ich bin hier gerade, wie gesagt, in meinen Geschäften und hier habe ich ja auch Katzen, die hier leben, so wie zum Beispiel die Sissi. Die ist aus Sicherheitsgründen hier im Laden, wegen den ganzen Krankheiten. Das ist hier der Stall von Sissi. Da kommt sie abends rein. Und die beiden Weißen leben auch hier. Und schaut mal, die sind hier gerade am Spielen. Der spielt hier gerade mit einer Feder. Die haben wir ja noch niemals im Live-Video gesehen. Schaut mal, da sieht man, wie der gerade spielt. Das ist hier der mit den Spitzohren. Der ist gerade ganz in seinem Element. Dort ist eine Feder, mit der er gerade spielt. Schon die ganze Zeit. Hier ist die Sissi. Schau mal, die Sissi ist gerade auch am Spielen, ganz in dem Element. Und die werden halt auch schnell müde. Und man sieht auch, wie gut sie sich getan hat, wie sie spielt. Und eine Katze, die auch immer meckert, wenn die was will, die ist richtig am Schreien. Schau mal, da sieht man die Sissi, wie gut sie sich getan hat. Dann kommt jetzt der Weiße mit den Knickohren. Da gibt es so eine kleine Stelle, der spielt immer hier gerne. Hier ist so eine kleine Stelle, hier an dieser Stelle spielt der immer ganz gerne. Der kleine süße Spatz. Na, was machst du mal da? Was machst du mal da? Ja? Was machst du mal da, du kleiner süßer Spatz? Hm? Da sieht man den. Na, willst du spielen? Du wirst später richtig durchgekämmt wieder. Ja, die muss man auch jeden Tag kämmen und pflegen, diese kleinen Katzen. Das wird auch jeden Tag gemacht. Der Kahn macht das sehr gerne. Mein Lehrling. Und der Trump ist dort hinten und hat gerade wieder einen fremden Kater attackiert, hat ihn verjagt. Schau mal, der Trump, Big Boss, der ist hinter dem Motorrad, der versteckt sich, der kleine Traktorfahrer. Der andere Lehrling geht sofort hin und holt ihn. Es gibt so eine gelbe Katze, die kommt zum Fressen her und das passt den Kahn nicht. Den Kahn, sag ich, den Trump meine ich. Und schon wird er vom anderen Lehrling hergeholt. Richtiger, der versucht sein Revier zu verteidigen, der Trump. Da hat schon wieder da jemanden gehauen. Und da sieht man, wie sich Sissi getan hat, der Tierarzt ist auch sehr zufrieden mit ihr. Ja, man sieht, dass sie auch richtig Freude dran hat. Der kleine Regenwurm. Mit dem dicken Bauch. Ja, das gefällt dir, ne? Soll ich die Zahnbürste holen? Kleine Sissi. Hm? Ja, die hat da richtig Spaß und Freude dran. Und der hat die Feder die ganze Zeit.
Der spielt da mit der Feder. Schau mal, hier ist noch eine Feder. Komm noch mal hier hin. Oh, das sieht man. Dass er da Freude dran hat. Und da geht's weiter. Und da sieht man der mit den Knickohren und die kleine Sissi sind besonders gute Freunde geworden. Schau mal, die spielen sehr oft miteinander. Und da kann man wirklich den ganzen Tag zuschauen. Es ist immer so schön, das zum Anschauen, wie die hier rumhüpfen und vor allem die kleine Sissi mit ihren kleinen Hinterpfoten. Und viele Leute, die auch herkommen, sind immer überrascht, wie klein die eigentlich in Wirklichkeit sind, weil ich mache ja in den Videos immer Nahaufnahmen. Wenn man dann hier sie in Wahrheit sieht, dann sehen die halt viel kleiner aus. Die Sissi ist ja sehr klein. Und da sieht man auch, wie viel Freude die haben am Spielen. Ja, die werden auch schnell müde. Und der hält sich immer hier auf. Immer an dieser Stelle, wie gesagt. Immer an dieser Stelle hält er sich auf, der Kleine. Immer. Ja, die sind auch so lieb. Und der andere ist am Türeingang. Der spielt mit der Feder. Na, und du spielst hier nur mit der Feder rum, ne? Schau mal, dort hinten ist ein richtiges Spielzeug. Der kleine süße Spazier. Und diese sind halt aus Sicherheitsgründen hier im Laden, weil das empfindliche Katzen sind. Und wir haben ja bei so vielen Katzen, weiß ja nie, was da mal passiert. Wegen Krankheiten. Die haben zwar ihre erste Impfung bekommen, aber solche Katzen sind halt ein bisschen empfindlicher. Die kleine Sissi sowieso als kleines Baby. Ja, und die wohnen auch fest in meinem Juwelier. Nachts sind sie im Juwelier. Bei dem Optiker ist der Trump. Und der Trump ist immer eifersüchtig. Wegen den anderen. Und da würde den Kleinen hier was antun. Und schau mal hier, wie klein die ist. Seht ihr das? Jetzt kann man das mal sehen, wenn ich da die Hand hinhalte. Wie klein die ist. Und der ist immer an dieser Stelle. Immer, wie gesagt, immer. Schaut mal, der geht da nicht weg.
Der hat jetzt auch eine Feder gefunden. Bis sie müde werden, spielen die darum. Schluckt die die nicht runter? Seht euch das mal an, immer an dieser Stelle. Er rührt sich nicht von da. Immer an dieser Stelle. Der hat schon hier so ein kleines Kabel rausgebuddelt, weil der immer da spielt. Und ich denke mal, die beiden Weißen werde ich auch hier im Laden lassen. Wenn die aber in Richtung Straße oder sowas gehen sollten, dann kommen die natürlich nach Hause, aber zurzeit sind die ganz lieb. Und halten sich immer in dem Bereich hier auf. Was willst du da von diesem Kabel? Seit Tagen buddelst du an dieser Stelle. Seit Tagen. Was ist da? Hm? Was ist da, du kleiner Schatz? Na, was ist da? Hm? Nein, jetzt kommst du in meine Richtung, ne? Na, jetzt bist du neugierig wegen der Kamera. Jetzt kommst du daher, oder was? Oder willst du zu Sissi und deinem Bruder? Und das einmal Big Boss, der Trump-Hascher, der hat den ersten schon verjagt, das haben wir gerade gesehen gehabt. Und jetzt ist er wahrscheinlich erschöpft wegen dem ersten Kampf. Der arme gelbe Kater, der da kommt und immer was zu fressen haben will. Und der Trump verjagt ihn. Ja, und hier sind meine Geschäfte Icy, Optik und Javelry. Und hier habe ich immer kleinere Katzen, die halt, auf die man aufpassen müsste, dass sie auch fressen, ihre Medizin bekommen und auch unter Aufsicht. Aber zurzeit sind die meisten leider beim Tierarzt, so wie das kleine vom Nena Hotel oder das Miramare Kitten, das weiß ich, die sind ja schon seit Tagen da. Und die anderen, die zu Hause sind, wieder zu Hause sind, die sind dann, die Grau-Weißen sind wieder auf dem Balkon, aber einige sind noch beim Tierarzt und es wird alles für die gemacht, dass sie auch wieder gesund werden. Und es gibt halt Zeiten, wo die aktiv sind, so wie diese Uhrzeit, die kleinen Katzen. Meine kleine Sissi ist auch da am Fressen. Also die ist ein richtig kleiner Fuchs. Und seht euch mal den Größenunterschied an zwischen den beiden Weißen und der kleinen Sissi. Na, du bist auch ein kleiner Schatz, ne? Jetzt sehen euch mal die Leute live. Sind die am Spielen. Ja, und die beiden Weißen haben immer noch keinen Namen. Ich habe gerade wirklich keine Zeit, mich hier mit Namen noch auszudenken und zu beschäftigen. Aber da werden wir sicher noch schöne Namen finden.
Die Sissi war jetzt spontan, dass ich die Sissi getauft habe. Damit macht ihr ein Video. Und das ist ihr Revier, der Juwelier. Da wohnen die auch drin. Na, wollt ihr jetzt Wasser trinken gehen oder was habt ihr vor? Willst du zum Wasser gehen? Oder wollt ihr Sissi das Nassfutter wegfressen? Das sind richtige Füchse. Schau mal, der geht zu Sissi ihr Nassfutter. Nee, will er doch nicht. Das sind zwei Männchen, die beiden. Und es wird ja auch oft gefragt, wo die beiden herkommen. Die beiden kommen von einer Person, der sich nicht um sie gekümmert hat. Schau mal, die sehen bei uns sehr gepflegt aus. Die werden jeden Tag gekämmt, die Augen werden sauber gemacht, die werden gepflegt. Aber da, wo die herkommen, das war ein Mann, der viel getrunken hat. Sie ist hier im Urlaub. Ja. Urlaub ist man. Einer, der immer viel getrunken hat, laut Musik gehört hat, nicht das Katzenklo sauber gemacht hat. Und schau mal, die Kleine frisst sogar Trockenfutter. Und deswegen hatten wir die von da geholt gehabt, die wurden mir gebracht. Immer viel getrunken, gesoffen, laut Musik gehört. Kein Katzenklo sauber gemacht. Die haben mal geschrien und dann wurden sie dort zu mir gebracht. Na, Sissi, sieh mal deinen Napf an, wie groß er ist und schau, wie klein du bist, du kleiner Gartenzwerg. Schau mal, wie groß der ist und wie klein sie ist. Und hier ist das Katzenhotel. Da sind drei Zimmer frei. Na, sieht euch den mal jetzt an. Jetzt ist hier gerade ein Hund auf der Straße. Ein kleiner Hund und dann ist er gleich in Kampfposition. Sieht euch den mal an. Hat gleich einen dicken Schwanz. Hier sieht man den. Der geht weiter. Ja, der Feind ist weg. Der Feind ist weg. Kann sich wieder normal hinstellen. Der hätte dir nichts tun können. Du hast hier genug Bodyguards. Schau mal, wie viele Bodyguards der hat. Und natürlich, je mehr Katzen man hier hat, oder so kleine Katze zum Beispiel, man wird so oft gefragt, wo die Mama von der Kleinen ist. Und die Leute fragen mich immer, wo ist die Mama? Ich werde das 50 Mal am Tag gefragt. Dann komme ich immer zum Kollegen und zeige hier auf den Bauch. Hier ist die Mama, sage ich drin. Bei meinem dicken Verkäufer hier. Wo ist die Mama? Ich zeige ihm auf seinen Bauch. Hallo, alles zusammen. Hallo. Was soll man dazu sagen? Also ein kleiner Spaß. Wo ist die Mama? Ich zeige ihm auf seinen Bauch. Von der Sissi. Ja, weil die ist halt so klein und die wächst halt auch sehr langsam. Also die ist älter, als sie ausschaut. Der Tierarzt meint, die wächst nur langsam. Da sieht man, dass sie jetzt zum Wassertrinken kommen, von als die in den Juwelier reingegangen sind. Hatte ich schon geahnt gehabt. Dass sie Wasser trinken wollen.
Ja, und die haben sich auch sehr gut aneinander gewöhnt, die drei. Ich sag mal, die geht wie so ein kleiner Krebs. Ja, was ist? Sissi! Gell? Gell, Bruder, gell, 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 gell. Du kommst auch sofort, wenn ich dich rufe, ne? Du kleiner Regenwurm. Soll ich die Zahnbürste holen? Hm? Soll ich die Zahnbürste holen? Magst du ein bisschen Kraut werden? Hm? Hier haben wir eine Mauer gebaut, damit die nicht hinter die Bankautomaten gehen. Die kommen da nicht durch, das ist alles dicht. Ne? Schau mal, sie dreht wieder um. Die kleine Sissi. Ja, wir haben auch ganz, ganz herrliches Wetter. Wir haben 28 Grad heute. Und da vorne habe ich auch meine Tauben. Schaut mal, das ist mal Futter für die Tauben. Tauben und Vögel kommen auch zum Fressen her. Da sieht man die. Die haben dort ihr eigenes Futter. Das sieht man auch. Und Trump hat sich schlafen gelegt. Der schläft jetzt. Und da sieht man, dass die Tauben auch mehr werden. Die bekommen hier auch ihr Futter. Ich kaufe einmal die Woche einen Riesensack Futter. Und das reicht auch immer so eine Woche für die Vögel und Tauben. Die bekommen extra Futter. Da sieht man, wie viele das werden. Das sind ja auch Lebewesen. Und am Abend kommen auch viele Hunde zusätzlich. Also Vögel, Tauben, Hunde, Katzen. Alle bekommen hier was bei uns zum Fressen von meinen Geschäften. Ja. Jetzt ist da jemand gekommen, die haben sich erschrocken, aber die sind alle hier auf den Bäumen. Ja, und das ist auch hier mein Revier. Hier bin ich von meinem Revier in meinen Geschäften, Ice Hop und Jewelry. Ich persönlich bin zurzeit von 10 bis 15 Uhr und von ca. 19.30 Uhr bis 23 Uhr hier. Das sind hier meine Geschäfte. Und wenn jemand hier in der Nähe sein sollte und vielleicht eine gute neue Brille brauchen sollte, auch Fernbrille, Nahbrille, Gleitsichtbrille, Bifokalbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke, Officebrille, kann man sich gerne bei mir unverbindlich beraten lassen im Laden. Oder wenn jemand etwas an Goldschmuck, Silberschmuck, Brillantenschmuck, Anfertigung, Steineinfassung benötigen sollte, kann man auch gerne sich bei mir beraten lassen. Für Besucher habe ich hier natürlich viel Platz, die auch mich immer besuchen und auch den Katzen was mitbringen. Diese Plätze gehören alle zu mir. Jeder ist herzlich willkommen. Jeder bekommt Sitzmöglichkeit, jeder bekommt was zum Trinken angeboten. Und wenn ich Zeit habe, auch für eine Unterhaltung, Smalltalk, bin ich auch hier. Jetzt ist gerade so die Mittagszeit, jetzt ist ein bisschen ruhiger geworden, aber das gehört ja alles zu mir. Zu meinen Geschäften und hier das immer herzlich willkommen. Und sollte ich nicht hier sein, ich habe hier 9 Mitarbeiter und die bieten auch natürlich das Gleiche an, auch wenn ich nicht hier bin. Ne? Aber die Katzen bitte noch nicht anfassen. Viele kommen und versuchen die immer auf den Arm zu nehmen und versuchen den Katzen
zu streichen. Die sollte man am besten noch nicht anfassen. Die beiden haben erst die erste Impfung. Die hat noch keine Impfung, das wird noch ein paar Tage dauern, bis die Sissi diese Impfung bekommt. Aber ich bin auch wirklich froh, dass sie überlebt hat. Und da sieht man, dass sie sich jetzt auch ein bisschen stärken. Die haben aber auch viel getobt. Sissi ist gleich auch sicherlich müde. Nicht mehr lange. Dann ist sie müde. Ja, dann möchte ich mich von ihr aus verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich werde versuchen, mal öfter hier euch die Katze Mulan auch zu zeigen. Denn wie sie heranwachsen, bekommt man ja sonst schwierig mit. Mit einem Video ist das natürlich alles viel einfacher. Und je nachdem, wie ich im Laden zu tun habe, versuche ich dann euch immer ein Video zu machen. Ne? Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und bis später dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.